In dieser ehemaligen Lagerhalle bei Paris tobt sich Franck Cardinal aus. Er ist Architekt und Künstler. Mit seinem Kollektiv Zugmaschinen renoviert er alte Gebäude und erweckt sie zu neuem Leben. Wie hier in Pantin, nordöstlich der französischen Hauptstadt. Hier sind viele Künstler, Juweliere, Modedesigner, Schweißer. Das bietet uns die Möglichkeit, Leute aus anderen Bereichen zu treffen und uns gegenseitig zu inspirieren. Eigentlich war das Ganze nur als einjähriges Projekt geplant. Dann wurden mehrere Jahre daraus. Doch bald ist Schluss. Dann werden die Halle und das ganze Viertel saniert. Aber ganz in der Nähe gibt es die sogenannte Cité Fertile. Ein Wortspiel, das für eine sowohl fruchtbare als auch erfindungsreiche kleine Stadt steht. Auf den 10.000 Quadratmetern eines ehemaligen Bahnlagers soll unter anderem ein Projekt urbaner Landwirtschaft entstehen, als Teil eines mittelfristig geplanten Ökoviertels. Wir wollen die Stadt von morgen erforschen, unsere Vision der Stadt von morgen entwickeln und andere Kollektive, Vereine, Unternehmen und Gemeinden einladen. Rings um Paris gibt es Dutzende Projekte dieser Art, vor allem im strukturschwachen und ärmeren Norden. Sie ziehen auch immer mehr Pariser und Touristen an. Ein frischer Wind für die Vororte von Paris.